Man braucht auch ein Quäntchen Glück, das gebe ich ganz offen zu. Dennoch sage ich mit ein klein wenig Stolz, dass die Jahresausblicke in den letzten Jahren von mir zu großen Teilen voll ins Schwarze getroffen haben. Ich habe also eine Serie zu verteidigen. Es geht wieder los. Heute exklusiv für euch mein Jahresausblick für Silber. Schaut es euch an. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich und ich hoffe, es geht euch gut heute. So, wir sprechen gleich über Silber. Ich sagte es eingangs schon, natürlich braucht man für so einen Jahresausblick auch ein Quäntchen Glück. Ja, wenn man eine Prognose erstellt über einen Zeitraum von 2-3 Tagen, dann ist das schon aufwendig genug. Wenn man sich die nächsten 12 Monate anschaut, ja, dann kann natürlich auch etwas mal dazwischen kommen. 2017 war schon beinahe surreal, weil sämtliche Jahresausblicke, die ich erstellt habe, Volltreffer waren. 2018 war ebenfalls ein gutes Jahr, allerdings haben sich viele Märkte innerhalb einer bestimmten Spanne aufgehalten. Das heißt also, die Extremwerte wurden nicht erreicht, beispielsweise in Gold und Silber. Ich kann mich aber erinnern, wir haben ja im Jahr 2017 ein ganz hervorragendes Jahr im S&P 500, also in sämtlichen amerikanischen Aktienindizes gehabt. Und ich meine gelesen zu haben, dass es nicht so viele bullische Prognosen für das Jahr 2018 gab. Mein Maximalziel ausgegeben im Dezember 2017 bei rund 2680 Punkten im S&P 500. Lag bei 2.990 Punkten. Ich habe also dem Index nochmal rund 10%, 12% Potenzial zugestanden. Okay, es wurden dann nur 2.945 Punkte, aber eine Abweichung von 2%, die muss ich auf so einen Zeitraum aktivieren. Also, genug davon. Ich werde euch am Ende des Videos noch erzählen, wie ihr an diese Jahresausblicke möglicherweise rankommen könnt. Ja, soll ja auch ein bisschen spannend bleiben. Ich weiß, dass hier im Kanal sehr viele Edelmetall-Fans sind. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich mache auch für euch hier einen Jahresausblick. Und es zwar soll es heute um Silber gehen. Silber ist lange schon im Abwärtstrend. Was auffällig ist, wir haben ein Gold-Silber-Ratio. Das beschreibt also, wie viele Unzen Silber brauche ich, um eine Unze Gold zu kaufen, was jetzt schon an der 86 kratzt. Das ist ein Stand, der ist selten erreicht worden in den letzten Jahrzehnten. Und von dort aus ging es praktisch immer in die andere Richtung. Was bedeuten kann, dass entweder Gold stärker fällt als Silber. Auch das würde das Gold-Silber-Ratio verändern bzw. senken. Viel häufiger war es aber schlicht und einfach so, dass es dann zu einer Edelmetall-Hosse kam. Und insbesondere im letzten Drittel einer solchen Hosse, davon sind wir nun noch ein gutes Stück entfernt, sie hat ja noch nicht einmal begonnen, insbesondere im letzten Drittel schlägt ja dann die große Stunde von Silber. Wie man im Jahr 2011 sehr schön sehen konnte, performt Silber-Gold dann deutlich aus. Das heißt also, die Kurszuwächse sind dann im Silbermarkt viel, viel größer. Wer jetzt meint, ob man sich nun Gold oder Silber ansieht, es kommt am Ende auf das Gleiche hinaus, dem möchte ich mal kurz zwei Charts präsentieren. Also schaut euch mal bitte an. So sieht Gold im langfristigen Verlauf aus. Und so sieht Silber im langfristigen Verlauf aus. Und ihr werdet erkennen, ja, eine gewisse Ähnlichkeit ist da. Es sind im Übrigen beides logarithmische Charts, komme ich gleich noch drauf. Aber Silber hat einen gänzlich anderen Verlauf an als Gold, insbesondere in dieser Korrektur. Und deswegen macht es auch durchaus Sinn, sich Silber ganz allein anzusehen. Die Chancen, die natürlich aus dieser Schwäche heraus entstehen, die sind auch klar. Denn wenn man sich den Aktienmarkt betrachtet, also Silberminen zum Beispiel, das gilt auch für Goldminen, dann kann man natürlich annehmen, und tatsächlich ist es auch so, wer durch so eine Phase der Depression, zumindest im Bereich der Edelmetalle, durchgeht,
der schafft es dann vielleicht auch in guten Phasen wirklich so viel Geld zu verdienen, dass man größere Kurssteigerungen annehmen darf. Sämtliche Silber- und Goldproduzenten sind abhängig von den Preisen, die auf dem Weltmarkt für Gold und Silber bezahlt werden, das ist klar. Aber die gesamte Branche hat eine Konsolidierung durchlaufen. Das heißt also, wenn die nächste Hosse ansteht, wenn Gold und Silber wieder steigen, dann ist hier aus meiner Sicht für den Aktieninvestoren eine ganze Menge zu verdienen. Wir werden gleich noch auf Fundamentales eingehen, beziehungsweise ich werde euch sagen, wie ihr diese fundamentalen Informationen bekommen könnt. Ich möchte aber jetzt mit euch erstmal auf den Hauptteil dieses Videos eingehen und das ist die charttechnische Betrachtung. Warum? Weil uns die Charttechnik verrät, wann ist der Abwärtstrend vorbei, wann beginnt möglicherweise ein neuer Aufwärtstrend und was kann vorher noch auf der Unterseite passieren? Also, schaut es euch bitte bei mir auf dem Bildschirm an. So, hier haben wir ihn, also den Silberpreis. Vorab der Hinweis, dass ich passend zu den beiden Grafiken, die ich am Anfang des Videos gezeigt habe, heute eine logarithmische Einstellung verwende und keine lineare. Ich möchte einmal ganz kurz darauf eingehen, wo der Unterschied liegt. Also, das ist logarithmisch und das hier ist linear. Was ist der Unterschied? Nun, ob ich hier einen Abstand von 6 bis 12 habe, das ist in dieser linearen Einstellung genau das gleiche wie von 30 bis 36. Die Strecke von 6 bis 12 bedeutet aber, würde einen Kursanstieg um 100% bedeuten. Die Strecke von 30 bis 36 würde nur einen Anstieg von 20% bedeuten. So, das heißt also, dass insbesondere die frühen Jahre eines Charts, in denen sich der Chart zwangsläufig, zumindest in einem Aufwärtstrend, noch unten befunden hat, die kommen weniger zur Geltung. Bei einem logarithmischen Chart sieht das Ganze schon besser aus. Der setzt also das ins rechte Verhältnis. Das als kleine Erklärung. Ich habe diese Analyse sowohl mit einem logarithmischen oder mit einer logarithmischen wie auch mit einer linearen Einstellung umgesetzt. Und das Ergebnis ist ja nicht 100%ig deckungsgleich, aber die wesentlichen Marken, die sind mehr oder weniger identisch. Insofern macht es keinen großen Unterschied. Man kann aber die Aussage treffen, je langfristiger eine charttechnische Betrachtung, desto sinnvoller ist es, einen logarithmischen Chart zu wählen. So, kommen wir also zum Silberpreis. In der Spitze hier bei rund 50 US-Dollar, seitdem im Tief, zumindest auf Wochenschlusskursbasis, bis 13,80 Dollar abgerutscht. Und wie Anfang des Videos schon erläutert, ist Silber deutlich, deutlich schwächer als Gold. Auffällig ist hier neben diesen Retracements ganz sicherlich diese kleine Rettungsmarke. Wir handeln also bereits unter dem letzten Retracement und die Charttechnik ist hier erbarmungslos. Fällt Silber unter das letzte Tief zurück und man muss davon ausgehen, dass hier schon ein kleiner Schwächeanfall genügt, dann ergeben sich deutlich tiefere Kursziele. Man macht diese Kursziele anhand von Zwischenhochs fest, anhand von ehemaligen Tiefs. Also Unterstützungen werden zu Widerständen und so weiter. Das heißt also, wenn Silber unter 13,80 Dollar per Wochenschlusskurs, wir werden gleich noch etwas näher ranzoomen, rutscht, dann entstehen Kursziele unter 12 Dollar und wie man hier sieht in der Vergangenheit, gibt es auf der Unterseite nicht mehr so schrecklich viel, was den Kurs dann stürzen könnte. Entschuldigung, freudscher Versprecher. Das heißt also, ich weiß, keiner will es hören, aber charttechnisch und bei der Charttechnik ist es ja völlig egal, ob dahinter nun Silber steht, Bitcoin, eine Aktie, irgendein anderer Rohstoff oder. Charttechnik spiegelt auch immer die Psychologie der Anleger wider.
Bitte, Eugene Farmer hat die Markteffizienzhypothese aufgestellt, musste aber selber erkennen, der Markt ist kurzfristig nicht effizient, der Markt reagiert auf das, was in den Köpfen der Anleger vorgeht. Wenn ich also jetzt sage, dass Silber aus charttechnischer Sicht sogar in den einstelligen Bereich abrutschen kann, dann wird es sicherlich sowohl gedanklich als auch in der Realität, in der Kommentarfunktion vielleicht Proteste geben, die sagen, das kann nicht sein, dann sind zahlreiche Silberminen nicht mehr profitabel oder. Wir haben aber in der Vergangenheit festgestellt, dass die Produktionskosten keineswegs eine Untergrenze für einen Rohstoff darstellen. Ich bitte nun mal auf den Ölpreis zu schauen. Mittlerweile ist bedauerlicherweise ja diese Schieferölgeschichte in den USA auch zu niedrigeren Preisen profitabel. Das war sie anfangs aber nicht. Dennoch hat es Monate gedauert, bis diese ganzen Produktionsstätten stillgelegt wurden in den USA. Mittlerweile dann, ich wiederhole es nochmal, bedauerlicherweise auch wieder hochgefahren worden. Also kurzfristig kann ein Markt durchaus auch unter diese natürliche Grenze der Produktionskosten fallen. Es bleibt also die Erkenntnis, wir gehen mal auf den Zeitraum der letzten 5 Jahre, die Erkenntnis, dass wenn Silber per Wochenschlusskurs, und wir nehmen jetzt das mal ganz genau, per unter $13,80 abrutscht, dann ergeben sich deutlich tiefere Kursziele unter $13 und dann auf dem Weg nach unten Richtung 11,75 und so weiter und so weiter. So, das ist also die bärische Variante und wir gehen nochmal in den 10-Jahres-Chart. Und gemäß dieses Abwärtstrends, der momentan ungebrochen ist, gemäß dieses Abwärtstrends, sollte man einen solchen Verlauf bitte nicht ausschließen. Das ist ganz, ganz wichtig, zumindest für einen aktiven Anleger. Ja, ich weiß, dass schon zu diesem Zeitpunkt als Silber, wo waren wir? Hier sind wir unter $27 weggebrochen. Und ich weiß, dass es im Jahr 2013, wie viele Artikel ich gelesen habe, die das hier als historische Kaufgelegenheit. Ja, tatsächlich waren wir hier im Jahr 2013 ja an so einer Unterstützung. Ich zeichne es mal ganz kurz ein, damit es klar wird. Als wir hier kamen, Artikel über Artikel, Blogbeiträge, Videobeiträge, die gesagt haben, das ist eine historische Kaufgelegenheit. Tiefer kann Silber eigentlich gar nicht fallen. Schließlich hat sich Silber vom Preis hier halbiert. Schon mal ein grundverkehrter Ansatz. Und von hier aus, von $19, sind wir jetzt bei $14. Und was von $50 auf $14 fallen kann, bitte nicht ausschließen, dass das von $14 auch auf $12 oder auf $10 fallen kann. Ja? Nur für einen aktiven Anleger wichtig. Bei all dem bitte nicht vergessen, der Erichsen, der das hier sagt, hat selber eine Menge Silbermünzen, hat auch Gold. Das heißt also, jeder bullische Angriff, also jeder Schwenk auf einen neuen Bullenmarkt, wird mich genauso freuen wie viele Silberanleger und Goldanleger, aber ich bleibe dennoch Realist. So, kurzfristig, es gibt natürlich auch die Variante, eine bullische Variante. Zum einen haben wir hier in den letzten Monaten so einen Abwärtstrend, der mal überschritten werden müsste. Wir nehmen nochmal ein zweites Fibonacci Retracement hinzu in diesem intakten Abwärtstrend und erhalten dann noch einige weitere Marken. Das heißt also, ein erster bullischer Schnitt wäre mal, wenn Silber hier über 1680, 1660, das ist das 61er Retracement hier, über diese Marke anstiege. Die weiteren Widerstände sind dann hier zu sehen bei 17,50, bei 18,35, dann hätten wir auch dieses Zwischenhoch hier überschritten. Das alles wäre der Weg zurück ins Licht, um es mal so zu formulieren. Wer also sagt, ich möchte erst dann tätig werden, wenn es aus charttechnischer Sicht überhaupt in irgendeiner Form ein grünes Licht gibt, der merkt sich bitte diese Linie hier, ich mache sie extra mal etwas dicker, denn der Anstieg über 14,90, also die Kursmarke ist ja gar nicht so weit entfernt,
würde zumindest bedeuten, dass wir den, ja, so eine Bodenbildungstendenz, die sich hier in den letzten Wochen breit gemacht hat, dass wir die dann auch mal positiv auflösen können. Also die Ampel springt zumindest zurück auf Gelb, wenn wir über 14,90 ansteigen, das sind Wochenkurse, dann ist eine Menge Platz hier bis auf dem Weg nach oben, allerdings auch einige Widerstände, das ist also noch lange kein neuer Aufwärtstrend dann. Der Schnitt, der Anstieg über 16,80 wäre dann ebenfalls positiv. Und dann gibt es eine Reihe von Widerständen, was im Übrigen auch ganz normal ist, wenn sich so ein neuer Bullenmarkt aufbauen soll. Und wenn man das Ganze dann längerfristig betrachtet, dann gibt es noch eine zweite Marke, die man einsetzen darf. Die hat sich im Übrigen in den letzten Jahren nicht verändert. Und die liegt hier oben. Das ist die Marke, über die 2013 alle schon mal gesprochen haben. Nämlich hier bei uns etwa 21,60. Dann hätten wir das alles, diese Jahre der bitteren Einsamkeit, die hätten wir dann hinter uns gelassen, wenn Silber also über rund 21,50 ansteigt. Und ich möchte es auch gleich hinzufügen, die Kursziele, die liegen gemäß des langfristigen Trends dann oberhalb von 50 US-Dollar und zwar deutlich darüber. Ja, das geht eher in Richtung 75 und 90 US-Dollar. Wie gesagt, langfristig betrachtet, aber es ist nun mal so, wenn ein neuer Bullenmarkt entsteht, jeder neue Bullenmarkt hat neue Hochs in Silber gebracht. Und dass Silber gerade in der letzten Phase eines solchen Bullenmarktes dann deutlich mehr Kurszuwächse verspricht als Gold, das ist auch keine neue Erkenntnis. Soweit also die charttechnische Einschätzung. Und da wir jetzt zuletzt über den bullischen Verlauf gesprochen haben, muss ich am Ende nochmal darauf hinweisen, kurzfristig ist aus meiner Sicht einfach gemäß des Trends die bärische Variante, dass Silber also zur Unterseite nochmal wegkippt, die wahrscheinlichere. So funktioniert Charttechnik, beide Varianten aufzeigen und die entsprechenden Marken kennen und danach dann handeln. Soweit also die charttechnischen Aussichten und ihr dürft gerne die Kommentarfunktion nutzen und mitteilen, wenn ihr anderer Meinung seid, wenn ihr also andere Kaufmarken seht. Es geht ja um eine aktive Herangehensweise. Ich möchte auch ganz offen zugeben, dass ich gemäß der Analysen, die ich hier zu Silber in den letzten Monaten auch erstellt habe, mehrfach auf der Short-Seite Geld verdient habe, auch aktuell von fallenden Kursen im Silbermarkt profitiere. Da möchte ich überhaupt keinen Hehl draus machen. Das ist allerdings keine Empfehlung, es mir nachzutun. Ich bin auf deutlich höherem Niveau schon Short gegangen. Das heißt also, habe eine Position eröffnet, mit der ich von fallenden Kursen profitiere, bin damit weit im Gewinn, da kann auch kein Verlust mehr entstehen. Und insofern möchte ich also niemanden dazu aufrufen, nun so aktiv tätig zu werden. Aber jeder, der aktiv am Markt tätig ist, der braucht so eine charttechnische Analyse aus meiner Sicht, damit er handfeste Marken hat, wo er sagen kann, hier ist der Stop erreicht, hier beende ich die Spekulation, hier ist ein Ziel erreicht und. Dafür ist die Charttechnik unerlässlich. Gerade wer langfristig am Markt investieren möchte, wer also sagt, es ist gar nicht so wichtig für mich, ob Silber jetzt nur noch auf 13 oder auf 12 fällt. Ich sehe das Potenzial. Ich glaube, dass Silber in den nächsten Jahrzehnten steigen wird. Und es gibt ja durchaus Gründe dafür, dass so eine neue Hosse am Edelmetallmarkt entsteht. Denn die Korrektur hat jetzt lange genug gedauert. Den interessieren natürlich mehr die fundamentalen Hintergründe. Also, wie positionieren sich eigentlich die großen Adressen am Markt? Was gibt es für Möglichkeiten, um sich an einem Aufschwung im Silbermarkt zu beteiligen? Welche Aktien sind vielleicht interessant? Also all diese fundamentalen Backgrounds. Und die könnt ihr selbstverständlich auch bekommen. Ich kann das nicht alles in ein Video packen. Ihr kennt die Antwort großteils schon. Hier unter diesem Video könnt ihr euch für den kostenlosen Report. Keine weiteren Verpflichtungen. Es gibt dort kein Abo, was ihr in irgendeiner Form abbestellen müsst. Ihr könnt euch genauso leicht wieder austragen aus diesem kostenlosen Report, wie ihr euch bitte eintragt für diesen kostenlosen Report. Und genau dort werde ich in der nächsten Woche am 5. Dezember, also kurz vor Nikolaus, das schon mal als Geschenk von mir vorweg, werde ich über die fundamentalen Aussichten im Silbermarkt berichten.
hier unter dem Video einfach eintragen. Am 5.12. bekommt ihr den kostenlosen Report frei Haus. Heute war übrigens im Report die Situation in China ein Thema. Also sind China-Aktien jetzt wieder interessant? Was muss man berücksichtigen? Was kann passieren? Ihr seht, es macht durchaus Sinn, das Ganze mal auszuprobieren. Und dort werde ich euch dann im Übrigen auch sagen, wie ihr an diese Jahresausblicke, die ich ja, jetzt in den nächsten Tagen und Wochen erstellen werde, wie ihr da rankommt. Das war's für heute. Ich freue mich also für alle, die im Silbermarkt investiert sind. Freue mich für alle, die Interesse daran haben und freue mich für alle, die den Report lesen. Also, macht's gut, schöne Grüße, schönen Abend, bis dann, euer Lars. Ciao.